Die in einem Kondensator gespeicherte Energie E wird berechnet durch 1 halbes mal C mal U Quadrat. Zeige, dass es sich effektiv um Joule handelt. Durch diese Formel E gleich 1 halbes CU Quadrat, das heißt, die im Kondensator gespeicherte Energie ist gleich zu 1 halbes mal die Kapazität des Kondensators mal das Quadrat der elektrischen Spannung. Aus dieser Formel schließen wir, dass die Einheit von diesem E gleich ist zu Einheit von 1 halbes, die Zahl 1 halbes hat keine Einheit, mal die Einheit der Kapazität eines Kondensators, also Farad, mal das Quadrat der Einheit einer Spannung, also Volt. Wir schließen daraus, dass die Einheit von diesem E, das heißt von diesem Produkt, gleich ist zu Farad mal Quadrat von Volt. Durch die Formel C gleich Q auf U, das heißt Kapazität eines Kondensators ist gleich Ladung geteilt durch Spannung, wissen wir, dass Farad gleich ist zu Coulomb geteilt durch Volt. Wir ersetzen also Farad durch Coulomb geteilt durch Volt. Hier können wir durch V kürzen. Durch die Formel I gleich Q auf T, das heißt elektrische Stromstärke gleich elektrische Ladung geteilt durch Zeit, wissen wir, dass Q gleich ist zu I mal T. Also einheitenmäßig Coulomb gleich Ampere mal Sekunden. Wir können also Coulomb ersetzen durch Ampere mal Sekunden. Dieses V setzen wir nach vorne und so sehen wir, dass die Einheit von diesem E gleich ist zu Volt mal Ampere mal Sekunden. Aber wir wissen, dass U mal I mal T gleich zur elektrischen Energie ist, was also bedeutet, einheitenmäßig Volt mal Ampere mal Sekunden, das ist genau das, was wir hier haben, ist gleich Joule. Das heißt, dieses Einheitenprodukt entspricht Joule.